Ja, hallo und herzlich willkommen ja zu einer neuen Folge von Mist Survival. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind auf dem Weg in so ein Dörfchen. Und ja, es ging eigentlich hier an der Stromleitung entlang. Aber ich glaube nicht, dass wir da fahren können. Deswegen fahren wir jetzt hier lang. Hier, die Räder sind stehen geblieben. Da ist ein kleines Haus. Da müssen wir ein bisschen die Wege nehmen, weil sind ja mit dem Auto unterwegs. Hat auch den Vorteil, dass wir da mehr mitnehmen können, ne? Aber das scheint jetzt hier unsere Sackgasse erstmal zu werden. So, gucken wir, was wir hier drin haben. Hier haben wir nichts drin. Nix. Und da. Das hält sich noch in Grenzen, ne? Hier sehen. Ein paar Taschenerweiterungen wären schon ganz cool. Ah, das sieht schon komisch aus hier. Ich weiß nicht, ob ich alles umbauen soll. Ach eh. So, von daher, Messer packen wir hier rein. Wir packen das mal hier rein und das. Die Holzbretter packen wir hier rein, die Nägel, das Werkzeug brauchen wir jetzt alles nicht. Das können wir auch hier reinpacken, dann packen wir das noch hier rein. Die Painkiller, das Verbandzeug, die Cola, den Autoreifen, dann haben wir zumindest schon mal drei. Eine Batterie haben wir, eine Zündkerze haben wir. Sehr schön. Ja, ich würde auch sagen, wir lassen es zu Hause, wenn es doch mal kaputt geht. Wir werden zu Hause eine Kiste machen. Ist wieder alles ganz. Sehr nice. War gerade überlegen, ob ich es neu mache. Ist die Frage, ob wir nicht da hinten den Bären mal nehmen. So. Ich glaube, wir müssen hier vorne mal lang fahren. Wir müssen es mal versuchen, ob wir es schaffen. An dem, ah, ist ganz schön hügelig hier, ne? Hier entlang zu fahren. Vielleicht klappt es ja. Es endet ja schon hier und bald. Was wir machen können ist, wir lassen das alles hier, was wir nicht brauchen. Was ja so einiges ist. Ist die Axt, brauchen wir jetzt auch nicht. Nehmen wir mit. Kanister würde ich mitnehmen, den können wir dann auffüllen. Dann nehmen wir aber den anderen mit, den leeren. Wenn da wirklich was ist, so, dann laufen wir mal. Dann wissen wir ja, wo das steht. Und dann mal schauen, wie das in der Stadt aussieht. Da kommt schon das erste Haus, glaube ich. Hier ist eine Straße.
führt die denn hin? Ist eine Straße auch? Ah, okay. Laufen wir eben runter, mal gucken. Oh. Wird auch neblig. Aber wir fahren mal eben zurück. Machen wir das Schiff auch mal anders. Machen wir erstmal zurück hier. Nebel ist nicht gut. Bringen wir mal ein bisschen nach Hause. Der Kofferraum ist ja wirklich voll schon wieder. Ja, ich glaube, wir hätten hier vorne links gemusst. Ja, hier rein. Gar kein Licht. So, mal gucken, dass wir wieder zu der Straße kommen. Die Straße. Ich weiß nicht, was jetzt war. Oh, komplett beendet. Dann gucken wir mal, wo er das letzte Mal gespeichert hat. Dann hoffe ich, dass war das, dass ein bisschen noch was übrig ist. Continue. Das ist wirklich der erste Absturz, ne, den wir haben hier im Spiel. So, mal gucken, wo wir sind. Zu Hause. Okay. Jetzt haben wir es 18 Uhr. Okay. Ja, dann ist es, als wäre nichts passiert in den letzten zwei Folgen. Wir haben Durst. Das können wir auf jeden Fall beseitigen. Die Schränke sind ja wieder voll. Eat. Das auch mal eaten. Okay. Trinken haben wir auch noch. Drink enough. Okay.
hier erstmal ein bisschen wieder weg. Ja, die Nägel, den Schrott. So, den Schrott, so. Haben wir das. Die Bretter packen wir rüber, den Stein auf den Boden. Und das Werkzeug packen wir in die Kiste, ja. Ja, ist halt eine Early Access, von daher. Mal schauen, wie es sich so weiter ergibt. Sagen wir, das haben wir, die Säge. Eigentlich jetzt nicht, dann nehmen wir lieber die mit, wenn. Messer. Und hier noch ein Hammer. Das. Den brauchen wir auf jeden Fall. Okay. Können wir gehen mal schlafen. Haben wir jetzt 7, dann gehen wir mal 11 Stunden schlafen. Weiß nicht, wie es ihm im Bett kalt sein kann. Aber ist auf jeden Fall. Bisschen Durst, ein bisschen Hunger. Dann können wir das hier nehmen. Sehr schön. Wir haben jetzt auch eigentlich alles ausgepackt. Wir werden nochmal eben das Auto leer räumen. Sieht schon wieder so aus. Das wird dementsprechend ja, alles noch mal hier haben, was wir brauchen, falls wir das Auto verlieren werden. So, nehmen wir das hier. Ja. Passt ja hier ganz gut rein. Auf kommen die Räder rein, Motor, Zündkerze. Okay, hat auch den Vorteil, wir haben mehr Platz im Auto. Steht das Auto jetzt auch wieder gut. Ja, wie gesagt, hier machen wir dann vorne zu. Brauchen wir denn dafür auf jeden Fall? Brauchen wir auf jeden Fall nochmal ein Tor. Wie sieht es denn hier mit Häusern aus? Okay. Auf jeden Fall nochmal ein Tor. Und wir brauchen ja, jede Menge Holz dann. Also Metall müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, was wir finden können. Fahren wir jetzt direkt in die Richtung, würde ich sagen. Ja, es hieß auch mal, man könnte die Autos auseinandernehmen oder zumindest das Klettergerüst und so. Ich weiß nicht womit. Müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, wie wir am besten in die Stadt kommen, außer laufen. Können ja mal schauen. Ja, am Tag ist das wesentlich einfacher, ne? Zu schauen, wo wir hier lang sind.
Man erkennt halt die Straßen nicht wirklich, ne? Nachts. Und ich glaube, hier sind wir nämlich auch rausgekommen. Und so wie es aussieht, können wir da hinten hochfahren. Ist Wasser da nicht? Ich weiß auch nicht, ob das vor uns war, weil der Zombie hier gegengeschlagen hat. Ich glaube, hier geht's hoch. Nee. Gehen wir weiter. Ich weiß nicht, ob wir hier mit dem Auto. Ja, guck mal, hier ist eine Straße. Hier ist eine Straße. Ich glaube, das ist er. Jo, nice. Fahren erstmal hier lang. So, gucken, wo die hier endet. Ja, ungefähr hier endet sie. Sind schon sehr viele hier. Nein, ich bleibe hier an der Straße stehen. Dem Auto, wo es mir wirklich noch kaputt mache. Das ist ja nur unser Zwischenspeicher letztendlich. Salz ist gut, da kann man wieder trockenes Fleisch machen, aber also einen Kühlschrank können wir auch noch bauen, ne? Zucker.
schwebende Flaschen. Hier ist nichts drin. Holzbrett. Und Holzbrett, das brauchen wir. Genau die Sachen. Auch abgeschlossen. Schön. War schon im Kinderzimmer. Hinten rausgucken. Ne, ist nix. Sehr schön. Und zum nächsten Haus. Erstmal hinten alles rein. Und verlieren wir auch nicht so viel. Salz, Fleisch, Zucker. Metall und das brauchen wir auf jeden Fall. Ja, wir sind bei 22 Minuten. Bevor wir ins Haus gehen, verabschiede ich mich von euch. Scheiß Sprachfehler. Und ja. Wo ist einer? Ja, da drin wahrscheinlich. Von daher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.